Er hat am MIT, einer der besten Universitäten der Welt, gearbeitet und ist wieder zurück nach Deutschland gekommen, um das IZA, das Institut für die Zukunft der Arbeit, zu leiten und weiter an dem zu forschen, was ihn auch am MIT schon am meisten interessiert, nämlich dem Arbeitsmarkt. Er hat zum Beispiel in einer empirischen Studie herausgefunden, dass, was viele ja nicht geglaubt haben, Unternehmen, die mitbestimmt sind, auch bessere Zahlen haben, dass sie erfolgreicher sind. Und in seinem Input geht es um Mitbestimmung und soziale Marktwirtschaft. Herzlich willkommen, Simon Jäger. Now you want higher wages, let me tell you what to do. You got to talk to the workers in the shop with you. You got to build your union, you got to make it strong, but if you all stick together, boys, it won't be long. You get shorter hours, better working conditions, vacations with pay, take your kids to the seashore. Diesen Text schrieb der amerikanische Liedermacher Pete Seeger 1941 zusammen mit anderen Aktivistinnen und Aktivisten der Arbeiterbewegung. Und er beschreibt in dem Song Talking Union, worum es bis heute geht. Um einen fairen Anteil, um ein besseres Leben, um eine gute Perspektive, auch über die eigene Biografie hinaus. Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlichen Dank für die Einladung. Denn die ist ja nicht selbstverständlich. Schließlich bringe ich mindestens zwei Eigenschaften mit, auf die Sie als Arbeitnehmervertreter, als Gewerkschafterinnen, als Gewerkschafter, vielleicht auch als Gewerkschaften an sich, vielleicht einen eher kritischen Blick haben. Ich arbeite als Ökonom und in der Vergangenheit sind meine Kolleginnen und Kollegen in der Mehrzahl nicht immer mit gewerkschaftsfreundlichen Thesen aufgefallen. Und Zentrum meiner wissenschaftlichen Karriere war bisher vor allem das Land von Pete Seeger, genauer das MIT in Boston. Und die USA sind ja auch nicht gerade ein Hort der Arbeiterbewegung. Eher im Gegenteil. Talking Union, jedenfalls hat in den USA in den letzten 40 Jahren keinen allzu guten Klang. Gewerkschaften galten dort weiterhin als Verhinderer des Fortschritts, als Bremsklotz am Bein der Wirtschaft, als Feinde der Innovation. Das Denkmodell dahinter, oder besser die Kernthese dahinter, die kennen Sie alle. Es ist das sogenannte Hold-up-Problem. Was meinen wir damit? Es ist die Vorstellung, dass eine starke Arbeitnehmervertretung nicht nur den Betrieb aufhält, sondern auf lange Sicht auch volkswirtschaftlich zu Nachteilen führt. Weil zuerst natürlich höhere Löhne verhandelt werden, weil dann weniger Geld in Investitionen und Innovationen fließt und das Wachstum des Unternehmens langfristig gebremst wird. In der Folge sinkt das Bruttoinlandsprodukt, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft sinkt und am Ende haben alle das Nachsehen, weil die Löhne sinken und der Wohlstand in der Gesellschaft insgesamt zurückgeht. So jedenfalls argumentierten zum Beispiel Jensen und Meckling, das sind die beiden Väter sozusagen des Shareholder-Values-Ansatzes, die bei der Einführung des Mitbestimmungsgesetzes 1976 Deutschland auf dem Weg in den Abstieg sahen. Da dieser Gedanke in sich eine gewisse Stimmigkeit hat, hat er lange Zeit auch den Mainstream der wissenschaftlichen Ökonomik geprägt. In den USA ganz bestimmt, hier in Europa und insbesondere in Deutschland sicher nur eingeschränkt, aber doch auch mit einer gewissen Präsenz. Was nun spannend ist, ist die Tatsache, dass wir seit einigen Jahren in der internationalen Arbeitsmarktforschung eine neue Situation haben. Dank der Entwicklung von Computing Power, von Statistik, von künstlicher Intelligenz, haben wir nämlich heute sehr viel mehr Daten und das Handwerkszeug zur Verfügung, mit dem wir unsere Thesen empirisch überprüfen können. Das ist ein großer Fortschritt für die Wissenschaft, aber es ist, wie ich finde, auch eine enorme Chance für die öffentliche Debatte. Denn bei sehr vielen Themen können wir aufhören, ideologiegetriebene Diskussionen zu führen, die uns aus meiner Sicht nicht wirklich weiterbringen. Stattdessen können wir uns auf solide Datenfundamente stützen. Das ist so beim Thema wie dem Mindestlohn, das ist so bei der Frage nach dem Fachkräftemangel, es ist so bei dem Thema Zuwanderung. Und bei diesen und einigen anderen klassischen Streitthemen können wir heute aus wissenschaftlicher Sicht empirisch belastbare und belegte Antworten geben und damit alte Grabenkämpfe zu den Akten legen. Und die aus meiner Sicht gute Nachricht für Sie lautet, in vielen der angesprochenen Fälle stützen diese Daten auch arbeitnehmernahe Positionen. Eine Tatsache, die viele meiner Ökonomenkollegen vielleicht eher überrascht hat, die wir aber alle im Sinne der Wahrheitsfindung durchaus begrüßen. Zumal zu dieser Wahrheit ganz offensichtlich auch gehört, dass wesentliche Merkmale der sozialen Marktwirtschaft, wie wir sie in Deutschland kennen, heute auch international positiv bewertet werden. Und dazu zählt ganz ausdrücklich auch die Mitbestimmung. In kurzen Exkurs machen, wenn es hier geht. Das hier ist aus einer Studie aus dem vergangenen Jahr, die ich zusammen mit zwei Kollegen, Jacquette Neu und Benjamin Schöfer, gemacht habe, wo wir uns mal die Wirkung der Mitbestimmung in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt angeschaut haben und zunächst mal hier als Grafik visualisiert,
wo gibt es eigentlich so etwas wie betriebliche Mitbestimmung? Natürlich nicht genau so wie der deutsche Betriebsrat, aber so Formen davon. Und wir sehen, es gibt es insbesondere in europäischen Ländern, interessanterweise kaum in den USA, im Grunde genommen gar nicht. Zum eigentlichen Thema heute der Mitbestimmung auf Unternehmensebene, der Aufsichtsratmitbestimmung, hier auch eine Karte, wie die Situation weltweit aussieht. Welche Länder haben eigentlich Regelungen, ähnlich wie die deutsche oder vielleicht etwas schwächer ausgeprägt? Und wir sehen, die Aufsichtsratsmitbestimmung, die Unternehmensmitbestimmung ist weltweit im Grunde genommen ein riesiger Ausnahmefall. Die gibt es im Grunde genommen in Europa, insbesondere in Kontinentaleuropa, also nach Großbritannien brauchen wir dafür nicht gucken, Skandinavien und das heißt, es ist im Grunde genommen gar nicht eine so verbreitete Institution. Wiederum sehen wir, dass im ganzen Nordamerika wir im Grunde genommen nichts dergleichen finden. Und interessanterweise ist es ja auch so, dass deutsche Unternehmen, die das ja teilweise versuchen, auf Unternehmensebene, aber auch auf Betriebsratsebene, sowas wie ein Betriebsrat zum Beispiel in den USA einzurichten, damit häufig ziemlich scheitern. Hier ist zum Beispiel, ich nenne es mal den Fehlstart von Volkswagen. Die haben versucht, in ihrem Werk in Tuscaloosa einen Betriebsrat nach deutschem Vorbild einzurichten, wo es sozusagen produktive Gespräche, produktiven Austausch zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und dem Management geht. Und das ist im Grunde genommen aus rechtlichen Gründen, aus politischen Gründen dann komplett gescheitert aus meiner Sicht. Die Mitbestimmung zählt aus meiner Sicht zum Repertoire dessen, was wir in der Forschung als inklusive Institutionen bezeichnen. Damit meinen wir nicht staatliche Bürokratien oder einzelne Einrichtungen, sondern inklusive Institutionen. Das sind für uns Dinge wie einerseits Eigentumsrechte, aber auch moderate staatliche Mindestlöhne oder die Tarifbindung. Und in den Daten, die wir auswerten, zeigt sich klar, dort, wo diese Institutionen stabil funktionieren, entsteht am ehesten so etwas wie integrativer Wohlstand, also faire Teilhabe an den Produktivitätsgewinnen der Unternehmen. Das wiederum führt zu stabilen sozialen und letztendlich auch politischen Verhältnissen, mithin zu einer sozialen Dividende. Nun will ich Ihnen hier in diesem Kreis damit nichts Neues erzählen und völlig zu Recht können Sie einwenden, haben wir doch schon immer gesagt. Das Schöne aber ist, Sie können es jetzt auch belegen. Für die Mitbestimmung zum Beispiel haben wir dazu ausnahmsweise einmal sogar gerade hier in Deutschland eine besonders günstige Ausgangslage. Ausnahmsweise deshalb, weil wir bei sehr vielen Themen mit unserer empirischen Forschung in Deutschland am Datenschutz scheitern. Über die genauen Auswirkungen von Kurzarbeit zum Beispiel können wir immer noch nicht wirklich fundiert sprechen, weil die Unternehmen bestimmte Daten nicht weitergeben dürfen. Aber das nur am Rande. Um als Wissenschaftler zu untersuchen, welche Auswirkungen die Mitbestimmung beispielsweise im Aufsichtsrat auf Arbeitnehmer und auf Firmen hat, würden wir am liebsten ein Experiment sozusagen unter Laborbedingungen durchführen. Also was ich als Wissenschaftler am liebsten machen würde, ist zu sagen, 50% der Firmen bekommen verordnet, ihr macht jetzt Mitbestimmung im Aufsichtsrat und 50% der Firmen bekommen gesagt, ihr macht das nicht, ihr macht weiter wie bisher beispielsweise. Und das habe ich hier mal illustriert. Das nennen wir wissenschaftlich eine Treatment-Gruppe und wissenschaftlich eine Kontrollgruppe. Das ist wie beim Impfen. Manche bekommen die Impfung, die anderen nicht. In dem Fall ist die Impfung sozusagen die Drittelbeteiligung. Wir sehen hier, von der Arbeitnehmerschaft gibt es ein Drittel, der beispielsweise des Aufsichtsrats wird durch Arbeitnehmervertreter besetzt, hier durch die blauen Männer und Frauen. Und unsere Kontrollgruppe wäre sozusagen die Situation, wo ein Aufsichtsrat rein durch Kapitalvertreter besetzt ist. Natürlich können wir als Wissenschaftler meistens solche Experimente nicht selber durchführen. Würde ich gerne, aber habe noch niemanden überzeugen können. Aber manchmal hilft uns die Natur oder auch der Gesetzgeber. Und genau das haben wir in einem Papier für die deutsche Mitbestimmung analysieren können. Da hatten wir ab dem August 1994 eine besondere Situation, die uns aus wissenschaftlicher Sicht sehr geholfen hat. Bis zu der damaligen Reform des Aktiengesetzes war es nämlich so, dass in kleineren Aktiengesellschaften, also bis zu 500 Mitarbeitern, die Drittelbeteiligung galt. Das habe ich jetzt hier mal einfach eingezeichnet, das heißt ein Drittel der Aufsichtsratssitze stand im Prinzip Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmervertretern zu. Und dann hat die damalige schwarz-gelbe Regierung eine Regelung getroffen, die wollten das abschaffen in den kleineren Aktiengesellschaften. Und interessanterweise war es so, die SPD hatte damals die Mehrheit im Bundesrat und es wurde verhandelt und man hat sich, wie immer, auf einen Kompromiss geeinigt. Und der Kompromiss war, dass diejenigen Unternehmen, die bis zur Verabschiedung des Gesetzes bereits im Handelsregister eingetragen waren, für immer ein Mitbestimmungs-Login haben, also sozusagen
wie sozusagen zur SE umgewandelt, nur andersherum. Also das sind Gesellschaften, die bis heute, teilweise haben da die Kapitalvertreter bis hin zum Bundesverfassungsgericht geklagt, unter die Drittelbeteiligung fallen. Und gleichzeitig haben wir Unternehmen, die jetzt da rechts sind, die kurz danach gegründet worden sind, in ähnlichen Branchen und so weiter und so fort, die bis heute nicht unter diese Regelung fallen. Und das ist aus wissenschaftlicher Perspektive natürlich total schön, weil wir jetzt sowas wie ein Experiment haben. Wir können dann nämlich im Grunde genommen die Unternehmen vergleichen, die kurz vorher oder kurz nachher ins Handelsregister eingetragen worden sind und haben damit sowas Ähnliches wie ein Experiment. Das nennen wir also natürliches Experiment in der wissenschaftlichen Sprache. Und damit konnten wir untersuchen, wie entwickeln sich die zentralen Kennzahlen von Unternehmen mit oder ohne Drittelbeteiligung und wie entwickeln sie sich in den jüngeren Unternehmen, also ohne Mitbestimmung im Aufsichtsrat. Mit anderen Worten, wir konnten die Hypothese des Holder-Problems und der Väter des Shareholder-Values Paradigmas sozusagen einen Praxistest unterziehen. Und damit wir die Effekte jetzt nicht mit längerfristigen Effekten vermischen, haben wir uns dabei nur Unternehmen angesehen, die kurz vor oder kurz nach diesem sozusagen Datum ins Handelsregister eingetragen worden sind und haben noch ein paar weitere Kontrollgruppen, die zeige ich Ihnen jetzt gleich. Und das Ergebnis war, Sie ahnen es, die These von der Mitbestimmung als Klotz am Bein bestätigte sich nicht. Erstens, und das sehen wir hier, in den mitbestimmten Unternehmen sind die Investitionen nicht zurückgegangen. Die sind im Gegenteil gestiegen, und zwar insbesondere die Investitionen in kapitalintensive Produktion. Hier habe ich einfach mal die Daten direkt gezeigt. Hier haben wir einerseits die, ich nenne sie jetzt mal alten AGs, die also kurz vor diesem Stichtag eingetragen wurden, im Vergleich zu den jungen AGs. Und hier zeige ich Ihnen den Kapitalstock im Durchschnitt, ja, über die Zeit. Und als Vergleichsgruppe haben wir auch noch GmbHs und alte GmbHs und junge GmbHs, die auch kurz vorher und nachher eingetragen worden sind, um uns anzuschauen, gab es irgendwelche Zeiteffekte, die wir hier rausrechnen wollen. Und wie Sie sehen, ist, dass bei den alten AGs der Kapitalstock höher ist. Ja? Das heißt, wir sehen hier im Grunde genommen, unterm Strich, wenn wir es quantitativ ausdrücken wollen, das ist jetzt eine logarithmische Skala, Details erspare ich Ihnen, dass in mitbestimmten Unternehmen bis zu 40-50% höheres Anlagevermögen entstanden ist, als in den Mitbewerbern ohne Arbeitnehmer im Aufsichtsrat. Wobei der Großteil dieses Geldes in produktiven Investments steckte, also beispielsweise in Maschinen. Es sieht also so aus, dass die Arbeitnehmer verstehen, dass sie am Ende von höherer Produktivität selbst profitieren. Deshalb, das ist ein zweites Ergebnis, was wir auch gefunden haben, ist, dass die Arbeitsproduktivität in bestimmten Unternehmen höher ist. Nicht sozusagen revolutionär, aber ca. 2-8% sind die Zahlen, die wir da gefunden haben. Drittens zeigte sich, dass wir durch die Mitbestimmung nicht gesehen haben, was die Hold-up-Problematik als quasi natürlich unterstellt hat, nämlich dass nennenswert höhere Löhne gezahlt wurden in den Betrieben, die kurz vor diesem Stichtag eingetragen wurden. Was wir hier sehen ist, am Ende zählt, also ich erkläre Ihnen mal, was Sie hier sehen. Hier sehen Sie sozusagen den Effekt, wenn man die Unternehmen links und rechts dieses Stichtags miteinander vergleicht und wir schauen uns einfach die Lohnunterschiede an. Und was wir hier sehen, ist, dass diese wichtigste Prämisse des Shareholder-Value-Paradigmas sich hier nicht bestätigt hat. Tatsache ist, dass die Löhne in mitbestimmten Unternehmen nur moderat, vielleicht so um 1% gestiegen sind. Stattdessen haben Arbeitnehmervertreter offenbar eine eher langfristige Perspektive auf den Unternehmenserfolg gehabt. Viertens konnten wir keinen negativen Einfluss auf die Gewinnentwicklung feststellen. Mitbestimmte Unternehmen verdienen genauso viel Geld wie nicht mitbestimmte in unseren Daten, in diesem Vergleich sozusagen links und rechts des Stichtags. Und fünftens und abschließend schließlich blieb die Mitbestimmung auch für die Fortexistenz des Unternehmens bedeutungslos. Die mitbestimmten Unternehmen sind also anders als im Share- oder Values-Paradigm vorhergesagt nicht häufiger vom Markt verschwunden als die nicht bestimmten. Nun könnte man natürlich einwenden, das sind Ergebnisse für Deutschland, für einen ganz bestimmten Zeitraum, aber tatsächlich bestätigt auch internationale Evidenz diese Ergebnisse. In Finnland zum Beispiel, wo ich jüngst eine Studie auch Benjamin Schöfer und Jaakko Haju durchgeführt habe, haben wir mit einem ähnlichen natürlichen Experiment, da wurde damals in den 90er Jahren eine Form von Aufsichtsrat mit Bestimmung eingeführt, haben wir einen ähnlichen Vergleich gemacht und auch sehr ähnliche Ergebnisse gefunden. Aber, meine Damen und Herren, es geht ja bei der Frage nach der Mitbestimmung nicht nur darum, ob sie einem einzelnen Unternehmen eher nutzt oder eher schadet, geht auch darum, welche volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen damit verbunden sind. Es geht um die alte Frage, die Pete Seeger in seinem Song zitiert und die Ludwig Erhard zum Titel seines berühmten Buches gemacht hat. Wie lässt sich nachhaltig Wohlstand für alle organisieren? Wie schaffen wir inklusiven Wohlstand? Fest steht, und auch das will ich hier betonen, allein durch nachträgliche Umverteilung von Produktivitätsgewinnen ist in der Geschichte noch keine Gesellschaft auf Dauer erfolgreich geworden.
Stabil wird das allgemeine Wohlstandsniveau nur, wenn es einer Volkswirtschaft gelingt, entsprechende institutionelle Rahmenbedingungen zu schaffen. Rahmenbedingungen, die beides zugleich gewährleisten. Also einerseits materielles Wachstum und Innovation und Teilhabe. Gerade in den USA hat sich hierbei eine neue Sichtweise durchgesetzt, sowohl in der Wissenschaft auf Basis unserer neuen Erkenntnisse, aber auch in Teilen der Politik. Dies nicht trotz, sondern gerade wegen der großen Transformationen, die anstehen, wird gerade in den USA insbesondere auf das deutsche Modell geschaut. Ein interessantes Beispiel kann ich Ihnen hier zeigen. Am MIT haben sich meine Kollegen, sowohl Ökonominnen und Ökonomen als auch Spezialisten für Roboter, für künstliche Intelligenz, mit der Frage auseinandergesetzt, wie können wir die Zukunft der Arbeit organisieren? Und eine ihrer Kernergebnisse ist, dass sie mit Blick auf den amerikanischen Arbeitsmarkt gerade auf Deutschland als Beispiel blicken, insbesondere auf die produktive Rolle von Mitbestimmung in Deutschland auf betrieblicher Ebene, auf Unternehmensebene. Das hat sich ungefähr zeitgleich auch in verschiedenen politischen Vorschlägen niedergeschlagen. Beispielsweise hat die Senatorin meines US-Heimatbundesstaates Massachusetts, Elizabeth Warren, vorgeschlagen, nach deutschem Vorbild Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die Aufsichtsräte bestimmter amerikanischer Gesellschaften zu schicken. Hier ist sie, hat einen Plan, den Kapitalismus zu retten, eben indem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mitsprache im Aufsichtsrat bekommen. Oder hier verschiedene Beobachter, hier Bloomberg, bei Bloomberg, die darüber sprechen, um beispielsweise am amerikanischen Modell, wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu tun, auch auf das deutsche Modell zu schauen. Doch, so klar und für Sie erfolgreich, erfreulich aus meiner Sicht, diese Nachricht aus der Welt der Wissenschaft auch sein mag, es gibt aus meiner Sicht auch ein paar wichtige Ergänzungen, die ich Ihnen ebenfalls nicht vorenthalten will. Gerade steht die Mitbestimmung aus meiner Sicht vor großen Herausforderungen. Eine ist die Frage der Legitimation und der Effektivität in Zeiten abnehmender Gewerkschaftsmitgliederzahlen. Für die Legitimation und die Effektivität von Mitbestimmung ist daher aus meiner Sicht von entscheidender Bedeutung, möglichst viele in die Mitbestimmung einzubeziehen, gerade auch Gruppen, die bislang weniger stark repräsentiert sind, beispielsweise Menschen mit Migrationshintergrund. Und in vielen meiner Gespräche, gerade mit Migrantinnen und Migranten in Deutschland, die häufig auch nicht Deutsch sprechen, stelle ich fest, dass fast niemand, gerade im Niedriglohnsektor, von Gewerkschaften, von Mitbestimmung oder von Betriebsräten gehört hat. Und das ist natürlich keine nachhaltige Situation, denn inklusiver Wohlstand kann nur dann gelingen, nur dann organisiert werden, wenn auch alle vertreten sind. Mit Blick auf die großen technologischen Herausforderungen wie künstliche Intelligenz bestehen aus meiner Sicht große Chancen für die Mitbestimmung. Hierbei geht es nicht darum, Dinge zu verhindern, sondern vielmehr darum, inklusives Wachstum zu ermöglichen. Das gilt insbesondere mit Blick auf die Integration neuer Technologien wie künstliche Intelligenz, ChatGPT und so weiter in den Arbeitsmarkt, die riesiges Potenzial bieten, aber die auch nicht automatisch zu inklusivem Wachstum führen. Bei all dem ist ein entscheidender Vorteil der Mitbestimmung, dass sie gerade in Zeiten rapiden technologischen Fortschritts eine wichtige Rolle spielen kann, während wir uns alle mit Fragen beschäftigen wie: Was ist eigentlich noch der Kernbereich dessen, was menschliche Arbeit ausmacht, die nicht ersetzt werden kann? Aus meiner Sicht gibt es hier eine wichtige, aber auch herausfordernde Rolle für die Mitbestimmung, wie Würde bei der Arbeit auch zukünftig verwirklicht und organisiert werden kann. Abschließend, auch mit Blick auf den Fachkräftemangel kann der Mitbestimmung aus meiner Sicht eine wichtige Rolle zukommen. Sie kann einen erheblichen betrieblichen Vorteil und damit auch einen Standortvorteil darstellen. Welche Arbeitsbedingungen sind besonders wichtig? Wo drückt der Schuh gerade am meisten bei den ArbeitnehmerInnen? Richtige Antworten auf diese Fragen zu geben, kann dazu beitragen, dass Unternehmen attraktiver werden und offene Stellen möglicherweise erst gar nicht entstehen, indem Mitarbeiter gebunden werden. Einer der wichtigsten Aspekte der Mitbestimmung, insbesondere in Zeiten von Fachkräftemangel, ist daher auch Kommunikation zwischen Management und Belegschaft in beide Richtungen mit Blick auf Arbeitsbedingungen, auf Autonomie und auch auf Verantwortung. Meine Damen und Herren, gut 70 Jahre nach Pete Seegers Talking Union zeigt sich also, dass der Liedermacher mit seinem Aufruf zur gemeinsamen Interessenvertretung richtig lag. Nicht nur das, sogar die richtigen institutionellen Konsequenzen hat er in seinem Lied vorgezeichnet. Denn, so heißt es, bei der Gründung einer Gewerkschaft sollte es nicht bleiben. Entscheidend sei die Mitbestimmung. Well, you got a union now, you're sitting pretty. Put some of the boys, oder heutzutage wahrscheinlich men and women, on the steering committee. The boss won't listen if one guy squawks, but he's got to listen if the union talks. Herzlichen Dank. Ich freue mich auf den Austausch und die Diskussion. Vielen Dank, Simon Jäger. Sie können jetzt alle gerne Fragen stellen. Wir haben zwei Menschen mit Mikrofonen, die zu Ihnen kommen.
Haben wir jetzt schon welche? Sonst frage ich erstmal, was mich so interessiert. Und wenn Sie dann nicht reinspringen, dann haben Sie wirklich Pech, weil hier ist ein kompetenter Arbeitsmarktforscher, der zu befragen ist. Ich habe noch mal eine Frage zu der empirischen Studie, die Sie gemacht haben, weil man ja immer nie weiß, warum hat irgendwas genau funktioniert. Und bei diesen alten AGs und den neuen AGs, wenn es darum geht, wie die Kapitaleffekte dann zustande kommen, lag das wirklich an der Mitbestimmung oder lag das daran, dass die einfach viel schon jahrzehntelang das vielleicht gemacht haben vorher und deswegen den Markt besser abschätzen können oder so? Woher wissen Sie sowas? Das ist eine super, super Frage. Die geht nämlich zum Kern dessen, warum wir das überhaupt machen. Nämlich, wir vergleichen ja gerade nicht die ganz alten und die ganz jungen Unternehmen, weil genau wie Sie sagen, da könnte ja irgendwie ganz viele andere Faktoren sich miteinander oder zeitgleich verändert haben, die wir auch gar nicht messen können, alle in allem. Genau deswegen gehen wir sozusagen mit der Lupe zu den Unternehmen hin, die kurz vorher und kurz nachher sich sozusagen ins Handelsregister eingetragen wurden. Und die einen haben durch den Gesetzgeber sozusagen bis heute den Lock-in-Effekt. Und insofern können wir sozusagen genau dann zu dieser zeitlichen Grenze gehen und mit der Lupe gucken, was passiert mit den Unternehmen, die kurz vorher und kurz nachher ins Handelsregister eingetragen worden sind. Da sehen wir, die sind ungefähr ähnlich. Die kommen zum Beispiel aus ähnlichen Branchen, hat also keine große Verschiebung da gegeben. Aber dann können wir für die Zukunft gucken, wie haben die sich anders, haben die sich potenziell anders entwickelt. Bei den Löhnen sehen wir beispielsweise nicht so wirklich. Bei anderen Dingen vielleicht schon ist eher. Ist ja nicht nur. Ja. Genau. Und das ist eben genau der Kern der Sache. Deswegen eine super Frage. Gibt es schon jetzt Fragen? Sonst mache ich noch weiter. Da hinten, Herr Tannisch. Mikro kommt von der anderen Seite, nicht weglaufen. Jetzt nicht weglaufen. Super, ganz herzlichen Dank, Reinhard Tannisch. Ich arbeite beim DGB-Bundesvorstand und bin da auf Arbeitsebene für Unternehmensmitbestimmung zuständig. Habe mal VWL studiert, das ist aber schon 19 Jahre her oder 21 Jahre, sogar 19 Jahre bin ich beim DGB. Ich habe eine Frage und zwar möchte ich die Verknüpfung herstellen zu dem Vortrag von Daniel Hay und Sebastian Sick mit der ja doch ich sag mal, flächendeckenden Vermeidung oder Ignorierung der Mitbestimmung durch konzernungebundene, neue wachsende Unternehmen. Und jetzt haben wir gleichzeitig, und ich finde, das bestätigen ja auch noch andere Studien, ja eigentlich die Hinweise, die Sie gerade genannt haben, auf ja wirklich eine positive, im Grundsatz jedenfalls, sehr positive ökonomische Performance der Mitbestimmung. Und man würde doch eigentlich davon ausgehen können, dass rationale Eigentümerinnen, Eigentümer, rationale Manager sich aussprechen für eine mitbestimmte Unternehmensführung oder zumindest nichts dagegen unternehmen, wenn denn die Mitbestimmungsschwellenwerte erreicht werden. Dem ist jetzt ganz offenbar nicht so. Und das ist jetzt wirklich eine ganz ernst gemeinte und keine rhetorische Frage. Ich vermute, dass es hier um Machtfragen geht, ne? Dass letztlich also ein Marktversagen stattfindet. Man wählt nicht den ökonomisch effizienten Weg, sondern einen ineffizienten Weg, um halt nicht Kontrollrechte zu teilen. Und es zeigt sich ja auch, dass Werbekampagnen und Imagekampagnen nicht wirklich helfen an der Stelle, um dagegen vorzugehen, sondern letztlich, wie wir ja auch fordern würden als DGB und Gewerkschaften, ein Nachbessern der Gesetze. Das würde mich sehr interessieren, Herr Jäger, wenn Sie dazu noch mal was sagen könnten aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht. Dankeschön. Ja, das ist eine echt hervorragende Frage, die tatsächlich auch eine der Kernkritiken, tatsächlich auch der Väter des Shareholder-Values-Paradigmas noch mal hervorbringt. Die haben die andersrum gestellt. Wenn Mitbestimmung wirklich so gut wäre, warum sehen wir dann nicht mehr Unternehmen, die das freiwillig Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat schicken. Sie haben sozusagen, also sind von derselben, die andere Seite derselben Medaille, danke, so, jetzt klappt es auch, einer sehr tiefen Frage. Und ich denke, Sie haben auch schon selber die Antwort mitgegeben, dass es aus meiner Sicht dann zwei Dinge sind. Das eine ist, glaube ich, eine grundsätzliche, das würde ich vorausschicken, vielleicht eine grundsätzliche, wir als Menschen, als Organisation auf eine Art und Weise scheuen uns immer vor Veränderungen und es ist immer einfacher, dasselbe weiterzumachen, was man gestern und heute auch schon getan hat. Das ist also das eine, sozusagen eine gewisse Trägheit und damit verbunden vielleicht auch Ängste, wie wird das dann, gerade wenn man was Neues macht, was man noch nicht ausprobiert hat und damit verbunden, denke ich, auch Machtfragen und Fragen von Kontrolle. Genau, wenn dann sozusagen Entscheidungen, mehr Stakeholder mit den Entscheidungen eingebracht werden müssen, ist es aus Perspektive gerade vielleicht von Management beispielsweise nicht besonders attraktiv,
wobei das manche so und andere so sehen. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Arten und Weisen, wie das gehandhabt wird. Aber was wir gesehen haben, ist, dass das gar nicht unbedingt am Ende, wenn wir uns beispielsweise Gewinne anschauen, für die Kapitaleigner ein wirkliches Problem ist. Also es ist eher so etwas, was wir in der Wissenschaft einen Agency-Konflikt nennen würden. Das heißt, wir haben unterschiedliche Interessens- und Machtlagen und verhaken sich dann teilweise so ineinander, dass eben auch Dinge, die vielleicht ökonomisch einen Mehrwert haben, trotzdem nicht umgesetzt werden. Hier vorne ist noch eine Frage. WCE. Ja, jetzt geht's gut. Doris Meissner, ehemalig hauptamtlich bei der IGBCE. Ich habe noch ein Beispiel, was das direkt unterstreicht, und ich möchte von Ihnen einen Kommentar aus Ihrer US-Praxis dazu haben. Ein deutsches Unternehmen, was eine Tochter in den USA hat, bei dem hat sich vor einigen Jahren Folgendes zugetragen. Da wollte das deutsche Unternehmen auf Drängen auch der Arbeitnehmerschaft in Deutschland in den USA die Anerkennung der Gewerkschaft haben und leichtere Zugangsrecht, und sagte, wir haben gute Erfahrungen gemacht, auch auf betrieblicher Ebene, das wäre gut, wenn das auch bei unserem Tochterunternehmen in den USA wäre. Und da hat ein Kollege von mir, der bei dem Unternehmen im Aufsichtsrat in Deutschland war, war zu dem Zweck auch in den USA und hörte da von einem Manager abends beim Abendessen: Wenn das passieren würde, dann könnte ich mich ja nicht mehr auf dem Golfplatz sehen lassen. Ich denke, das zeigt es nochmal, wie wenig das anerkannt ist. Und meine Frage, wie ist das jetzt in den USA zu sehen? Also es hat ganz viel damit zu tun mit der Machtfrage, nicht mit der Geldfrage, sondern mit ganz anderen Aspekten. Und da würde ich gerne Ihren Kommentar zu den USA heutzutage hören. Ja, das ist eine total spannende Frage. Die USA haben das institutionell aus dem historischen Unfall heraus ganz anders aufgesetzt als in Deutschland. Also in Deutschland ist ja vom Gesetz her sozusagen Gewerkschaften, Arbeitgeber, Sozialpartner. Ja? Und das ist im Grunde genommen auch rechtlich als eine Partnerschaft angelegt. In den USA ist es aus verschiedenen Gründen, historischer Zufall im Grunde genommen, würde ich sagen, total antagonistisch aufgebaut worden. Gewerkschaften in den USA wurden mit dem New Deal von Roosevelt eingeführt, und damals hatten die Demokraten Angst, dass wenn man sozusagen zu viel Zusammenarbeit erlaubt, dann wird sozusagen die Gewerkschaft vom Management gekapert. Und aus dem Grund gibt es in den USA im sogenannten National Labor Relations Act, ist das klar sozusagen antagonistisch, das Verhältnis zwischen Management und zwischen Gewerkschaft angelegt und organisiert. Und insbesondere wird auch stark restringiert, über welche Themen überhaupt verhandelt werden darf. Das heißt, es ist im Grunde genommen viel stärker ein Nullsummenspiel, wo in Deutschland beispielsweise betriebliche Unternehmensmitbestimmung, auch gerade bei Tarifbindungen, wo vielleicht Verteilungskonflikte zum Teil aus dem Unternehmen heraus outgesourced werden, dafür gesorgt hat, dass es sozusagen produktive Gespräche auf Unternehmens-, auf Betriebsebene geben kann. Gerade das gibt es in den USA nicht. Insofern ist es eine Art von Null, viel stärker als eine Art Nullsummenspiel angelegt, wo sozusagen ein Kollege von mir im MIT hat das mal gesagt, Gewerkschaften in den USA ist so wie Mindestlohn, one restaurant at a time. Also sozusagen, als würde man den Mindestlohn in einem Restaurant neu einführen, wohingegen die anderen das nicht machen müssen. Insofern gibt es ganz starke Widersprüche und auch, und das ist inzwischen auch in der Literatur gut dokumentiert, einfach auch Management-Opposition dagegen. Ne? Und auch sozusagen auch bei Amazon, da wurden ja manche Warehouses jetzt gewerkschaftlich organisiert. Da ist es dann teilweise so, dass diejenigen Manager, die das zu verantworten hatten, in Anführungsstrichen, dann sich andere Tätigkeiten suchen mussten. In dem Zusammenhang ist aber vielleicht auch interessant, dass jetzt mit dem Inflation Reduction Act ja auch die Rolle der Gewerkschaften gestärkt wurde und dass da quasi, also da gibt es ja ganz viele soziale Maßnahmen, billigere Medikamente für mehr Leute und bla bla, aber dass eben auch es Union Jobs geben soll. Wie passt das denn dann dazu? Ja, ich glaube, das ist eine von verschiedenen Maßnahmen, die die beiden Regierungen in einer sehr komplexen politischen Ausgangslage, getroffen hat, die sowas in die Richtung von einem Tariftreuegesetz sozusagen geht. Wobei man muss dazu sagen, die USA haben nicht wie in Deutschland ein Tarifsystem, was auf Branchen- oder Sektorenebene organisiert ist, sondern das ist auch wiederum aus rechtlichen Gründen immer sozusagen innerhalb der eigenen Bargaining Unit, also meistens im Betrieb oder noch kleinere Einheiten.
Und ich denke, das ist eine der Maßnahmen, die die beiden Regierungen gerade verfolgt. Andere sind, dass sie auch Wettbewerb am Arbeitsmarkt stärken, also die Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Volkswirtschaft insgesamt stärken wollen, unter anderem, indem sie mehr Wettbewerb um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erlauben wollen. Wo war das verboten bisher und wie denn? Naja, also genau, beispielsweise sowas wie nachvertragliche Wettbewerbsverbote. Das heißt, dass Leute unterschrieben haben, wenn sie weggehen, können sie nicht mehr woanders arbeiten. Da wird gerade gegen vorgegangen, um eben sozusagen wettbewerbshemmende Maßnahmen, auch bei der Frage von Merger Control, also welche Unternehmen dürfen miteinander beispielsweise fusionieren, neu auch aus Arbeitsmarktperspektive in den Blick genommen werden. Vielen Dank, Simon Jäger. Danke.